In der ersten Staffel von Wednesday gibt es lauter witziger Easter Eggs und Anspielungen auf andere Teile des Addams Family Franchises. Hier schauen wir uns mal einige davon an. Wenn ihr noch weitere witzige Anspielungen ergänzen wollt, ab in die Kommentare damit. So, fangen wir an mit dem Kommentar zu den Pfadfindern. In Folge 3 von Wednesday sagt Wednesday: Ich esse Pfadfinder zum Frühstück. Eine Anspielung auf den Addams Family Film aus dem Jahre 1991, in dem Wednesday und Pugsley eine Pfadfinderin treffen, die ihnen unbedingt Kekse verkaufen will. Und Wednesday sie fragt: Sind die aus frischen Pfadfinderinnen gemacht? In Wednesday erfahren wir, dass der ach so nette Pilger Joseph Crackstone ein echt fieser Typ war. Wednesday hatte aber schon immer Probleme mit Pilgern. In dem Addams Family Film aus dem Jahre 1993, Die Addams Family in verrückter Tradition, zeigt sie offen, was sie von Pilgern und Thanksgiving hält. Die Götter meines Stammes haben gesprochen. Sie haben gesagt, ihr solltet den Pilgern misstrauen. Cousin It sehen wir ganz kurz auf einem Porträt. Mal sehen, ob wir den berühmten Cousin von Gomez Seite der Familie in der zweiten Staffel in seiner vollen Pracht zu Gesicht bekommen werden. Das Fechten hat Wednesday von ihrem Vater Gomez gelernt. Gomez' Liebe zu Schwertern war schon immer ein Bestandteil des Addams Family Kosmoses. Niemals schlug er eine Gelegenheit aus, einen Gast zu einem Schwertkampf zu fordern. Die Dusche mit dem Fake-Blut, natürlich zurückzuführen auf den Film, bei dem Pugsley und Wednesday eine denkwürdige Darbietung liefern. Der Anfang der Serie, in der Wednesday ihren gefesselten Bruder aus einem Spind befreit, ist eine nette kleine Hommage Richtung des Addams Family Film aus 1991. Dort sehen wir beide beim Spielen, wobei Spielen hier bedeutet, dass Wednesday einen Pfeil auf einen Apfel schießt, den ihr gefesselter Bruder im Mund hat. Falls euch Miss Thornhill bekannt vorkommt, Christina Ricci, die Miss Thornhill spielte, war auch tatsächlich Wednesday Addams in den beiden Filmen aus den 90ern. Ihrer Zeit prägte Ricci die Rolle mit ihrer Darbietung. Und Jenna Ortega hat sich recht nah an diese Darstellung gehalten. Ophelia ist die Tante mütterlicherseits von Wednesday. Und wonach ist das Wohnheim von Wednesday benannt? Genau, nach der Tante von Wednesday, Ophelia. So, damit kommen wir schon zum Ende. Wünsche, Fragen, Anregungen gerne in die Kommentare. Bitte liken und abonnieren! Bis zum nächsten Mal.